Im Februar haben wir einen Loire-Wein von Joseph Mello angeboten. Joseph Mello ist einer der grossen Namen aus der Loire. Die Firma existiert seit 500 Jahren. Ein Mello war sogar einmal Kellermeister von Louis XIV. Die Firma gibt es heute immer noch und wird heute von der Frau von dem Mello geleitet. Der ist früher gestorben. Sie ist aber hervorragend und hat den Betrieb auch zu neuer Blüte gebracht. Sie haben die verschiedensten Loire-Appellationen, haben sie Rebberge, unter anderem in der Nähe vom Schloss Chenonceau, vorwiegend auf Silex-Böden. Und das gibt einen absolut tollen, faszinierenden Sauvignon Blanc. Geradlinig, präzise, feine Frucht, ohne übertrieben zu sein, sehr mineralisch, ein toller Wein. Und der 22er ist jetzt endlich eingetroffen. Wir haben sehr viel vom 21er verkauft und wir haben so viel nachgefragt, dass wir einen Teil vom 22er schon reingeholt haben, weil sehr viele Leute nach dem verlangen. Angenehm trocken, wirklich etwas Schönes. Also jemand, der Sauvignon Blanc gerne hat, sollte den Wein unbedingt probieren.